So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir sind heute mit einer freien Themenrunde hier. Und das bedeutet ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live im Radio und im Fernsehen zu unterhalten? Der erste Anruf heute Nacht heißt Pitt. Und Pitt ist 57. Guten Morgen, Pitt. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ist folgendes, ich bin am 5. Juli vom Blitz getroffen worden. Ach. Und zwar ziemlich herbe, das heißt, es war so, als wenn ein Schalter ausgeknipst wird. Wo ist es passiert? Das ist am Sorpe-Stausee passiert, ja. Im Sauerland. Warst du auf dem See? Bitte? Nein, ich war nicht auf dem See. Ich war mit meinem Sohn da in der Jugendherberge, wollte Urlaub machen, oder vielmehr, wir haben schon ein paar Tage Urlaub gemacht. Mhm. Und dann war ein schöner Tag. Ich meine, es war sehr sonnig und wir sind dann losgegangen und wollten ein Bötchen mieten und ein bisschen rausfahren. Mhm. Und dann kam eine dunkle Wolke und es hat noch nicht mal geregnet. Der erste Blitz hat mich getroffen. Zum Glück hatte ich meinen Sohn nicht an der Hand. Der war ein paar Meter weiter weg. Also ihr gingt an dem... Wir gingen zum Anlegeplatz von den Bötchen. Zum Anlegeplatz, ah ja. Ja. Mhm. Und auf dem Weg ist was passiert. Und dann gab es einen Blitz und dieser Blitz hat dich... Ein Blitz, der hat mich getroffen, der erste Blitz vom Gewitter. Wie hast du dann diesen Blitzschlag erlebt? Gar nicht. Das ist so, als wenn man einen Schalter ausknipst. Du bist ohnmächtig geworden. Ich bin ohnmächtig geworden. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das heißt, ich kann mich erst erinnern ungefähr eine Woche vor dem Unfall. Das Ach. Heißt, ich kann den ganzen Urlaub kaum noch erinnern. Ja. Ich habe eine Woche vorher Geburtstag gehabt, habe ich mit 20 Leuten gefeiert. Da weiß ich nichts mehr von. Die Leute erzählen mir, dass ich da irgendwie Frikadellen gebraten habe. Aber du kannst dich jetzt im Nachhinein schon erinnern, dass du mit deinem Sohn da entlang gegangen bist. Dass ich mit meinem Sohn da entlang gegangen bin, das habe ich aber erst sehr viel später mitgekriegt. Als ich wieder einigermaßen auf den Beinen war, bin ich dann nochmal hingefahren, um mich beim DLRG zu bedanken. Ja. Die waren ganz in der Nähe, zum Glück. Ja. Ich hatte Atemstillstand und... Ja, wie war das dann? Also du bist dann ohnmächtig geworden und bist zusammengesackt wahrscheinlich. Ich bin, mein Sohn sagte, ich hätte ausgesehen irgendwie wie eine Neonröhre, bin umgefallen wie ein Baum und war nichts mehr. Und was heißt wie eine Neonröhre? Ich muss wohl geleuchtet haben durch den Blitz. Ach. Also der Körper hat geleuchtet durch den Blitz? Ja, sicher, weil meine ganzen Sachen waren angekokelt. Mhm, mh. Meine Körperhaare waren weg. Ja. Die halben Kopfhaare waren auch weggebrannt. Ja. Also es kam dann gleich Erste Hilfe zur Stelle. Mein Sohn hatte geschrien, mein Papa ist tot und ein paar Meter weiter, 20 Meter weiter war irgendwie so eine griechische Frittenbude. Ja. Und die Frau hat sofort die LRG angerufen. Und die waren gleich zur Stelle, die waren nur 500 Meter weiter weg. Ich hatte ja Herzstillstand. Ja. Und dann haben die mit dem Defibrillator mich wieder irgendwie... Also erste Wiederbelebungsversuche gemacht. Fing das Herz wieder an zu schlagen. Da haben die mich dann irgendwie im Eiltempo nach Neheim Hüsten auf die Intensivstation gebracht. Welche Verletzungen hattest du? Zunächst mal oder Herzstillstand ist klar, das wurde dann behoben. Ich habe dann externen Herzschrittmacher gekriegt für 2 Wochen. Mhm. Dann die Nierenfunktionen waren ziemlich beeinträchtigt und mein Blutbild war völlig im Keller. Das heißt, rote Blutkörperchen ziemlich kaputt und ja. Ich meine, man weiß ja nicht, was da so an Elektrolyteprozesse ja. im Körper stattfindet. Gab es Verbrennungen in oder am Körper? Auch außen. Ich habe Austrittsstellen, zum Glück. Ich bin ja sehr sportlich. Ich war zu der Zeit auch austrainiert, weil ich eine Alpen-Cross-Tour mit dem Mountainbike machen wollte. Oh ja, dann bist du sehr sportlich. Und rauche seit 4 Jahren nicht mehr, trinke keinen Alkohol und gar nichts. Mhm. Und Wo ist der Blitz ausgetreten? Der Blitz ist an Füßen ausgetreten. Ich hatte meine Rennradschuhe an. Da sind so Metallplatten drunter. Ja. Das sind so Klickpedalen. Ja. Und aufgrund dessen hat mein Körper nicht als Kondensator gewirkt, sondern ja.
der Blitz konnte glatt durchschlagen. Ist er oben in den Kopf reingegangen? Oder? Oben in den Kopf rein. Ich meine, das klingt irre, ne? Oben in den Kopf rein. Das klingt rein. Absolut irre, ja, ja. Und unten an Füßen genau durch diese Metallplatten raus. Das konnte ich hinterher sehen an den Einlegesohlen. Da waren nämlich Brandlöcher drin, genau an der Wahnsinn, Stelle, wo die Metallplatten Wahnsinn. Sind. Das heißt, du hättest natürlich dabei ums Leben kommen können? Natürlich. Ich habe 2 Wochen im Koma gelegen. Mhm. Das heißt, 3 Tage im natürlichen Koma und dann bin ich ins künstliche Koma verlegt worden, weil eben die Organfunktionen mhm. alle durcheinander waren. Mhm. Und Schluckfunktion war weg. Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder einigermaßen auf die... Ja, auf genau, die das will ich erzählen. Das, ja. Das war so, irgendwie nach 2 Wochen bin ich aus dem Koma wach geworden. Meine Schwester stand vor mir und sagte, du hattest einen Unfall. Ich sage, ich fahre doch überhaupt kein Auto. Mhm. Ich habe es überhaupt nicht kapiert, was gelaufen hat. Mhm. Ich bin vom Blitz getroffen worden. Und dann aufgrund der Medikamente, der Koma-Medikamente, war ich da irgendwie so verwirrt. Ich dachte, jetzt muss ich aber schnell nach Hause. Hab mir irgendwie im unbeobachteten Augenblick alle Schläuche aus der Nase und aus den Körperteilen gerissen, wollte aufstehen und hab mich voll aufs Maul gelegt. Mhm. Und und dann habe ich gemerkt, was los war. Ich konnte nicht mehr gehen. Mhm. Das heißt, ich war von der Hüfte abwärts, war ich gelähmt. Ja. Und ich hoffe, dass ich das wieder... Das hat sich zum Glück gelegt. Alles... Das geht ja noch weiter. Dann habe ich da 4 Wochen auf der Intensivstation gelegt und dann wurde ich nach Bad Oeynhausen zur Frühreha-Meditation ja. verlegt. Und da saß ich noch im Rollstuhl. Ja. Und ich bin Schauspieler und ich bin auf dem Festival eingeladen gewesen am 1. bis 3. September in Basel. Ja. Mit einem Solo, was ich spiele. Und das wollte ich natürlich machen. Das war meine große Motivation. Ja. Und dann habe ich da in der Reha gearbeitet, wie ich noch nie in meinem Leben gearbeitet habe. Und hast es geschafft? Ich habe es geschafft. Und die haben sich kaputt gelacht. Ich kam da hin und sagte, ja, weil am 30. August muss ich hier raus, weil am 1. Da habe ich eine Aufführung, da muss ich... am 31. spätestens muss ich hier weg. Am 1., 2., 3. habe ich in Basel einen Auftritt und mein Flieger geht dann und dann. Also die ganze Sache war im letzten Jahr im Sommer, im letzten Juli. Ja. Bist du heute wieder ganz hundertprozentig fit? Oder 95%. 95% ist ja Wahnsinn. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass diese Metallsohlen, die ja letztendlich das Leben gerettet haben, kann man das so sagen? Das weiß ich nicht. Die Ärzte sagen unterschiedliche Sachen. Die sagen, das hängt auch damit zusammen, weil sie austrainiert waren. Ja. Ja, vielleicht, aber. Jeden Tag so 80 Kilometer Rad gefahren. Mhm. Das heißt, sie hatte schon ein strammes Trainingspensum bis dahin. Und, wahrscheinlich hast du auch richtig Glück gehabt, durch irgendeine Fügung. Ich meine, das war natürlich absolutes Pech da mit dem Blitz, aber ansonsten habe ich nur Glück gehabt und ganz liebe Menschen. Die dich wieder aufgepäppelt haben. Ja, wo ich auch nie mit gerechnet habe. Wie ist denn das? Da kamen Leute an und die waren alle total lieb zu mir, haben mich aufgebaut und Was ist denn? Das ist ja schon mystisch. Ich war im Grunde gerührt. Das glaube ich. Das ist ja schon fast was Mystisches, wenn man durch einen Blitzschlag fast ums Leben gekommen wäre und dann so lange im Koma gelegen. Wenn ich eine zweite Chance hätte. Das wollte ich dich gerade fragen. Ist das so ein Gefühl, die zweite Chance? Das ist so ein Gefühl. Ich komme mir auch vor, als wäre ich in einem völlig anderen Körper, weil im Anfang war das Körpergefühl ein völlig anderes. Fühlst du dich jetzt letztendlich seelisch wohler als vorher? Es ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, ich lebe bewusster. Ja. Ich lebe einfach nur bewusster und genieße bestimmte Sachen besser. Ja. Und kriege, glaube ich, eine Menge mehr mit. Ja, das glaube ich auch. Und bin gelassener. Ja. Mensch, lieber Pitt, ich gratuliere zum zweiten Geburtstag. Ja, danke. Ich feiere den am 5. Juli. Genau, am 5. hast du gesagt, ne? 5. Juli, ja. Ja, vom Blitz getroffen fast. Da gibt es die verrücktesten Geschichten, dass Menschen wirklich mausetot sind. Ja, aber du hast überlebt und das ist mehr als ein Lottogewinn. Ne? Ja, klar. Lieber Pitt, danke für deinen Anruf und alles Gute. Jo, wiederhören. Tschüss.
0800 220 50 50, wenn ihr mich gerne hier auch erreichen wollt, dann wählt diese Nummer, das ist eine kostenfreie Nummer, oder mailt mir ganz einfach domian@wdr.de. Meine nächste Anruferin ist die Renate und Renate ist 63. Hallo Renate. Hallo Domian, erstmal danke, dass ich mit dir sprechen darf. Ja. Und ich wollte schon immer anrufen, aber es ist ja so schwer, bei dir durchzukommen. Ja. Ja, also ich habe das Problem, ich habe Krebs gehabt, und zwar Morbus Hodgkin, und der trat im Halsbereich auf. Das ist ein Lymphdrüsenkrebs, ne? Ja. Das, ja. Es gibt einen bösartigen und einen gutartigen. Ich habe Gott sei Dank den gutartigen. Mhm. Aber ich hatte 3 Jahre keinen Geschmack und konnte mich also nur von Joghurt ernähren, von Zwieback mit Milch. Mhm. Und ich habe einen Freund, das ist ein leidenschaftlicher Esser. Ja. Und er bringt überhaupt kein Verständnis dafür auf, dass ich auch heute noch immer ein Ekelgefühl vom Essen habe. Und zwar hat man mir auch noch ein Stück Magen weggestrahlt. Das ist also, als wenn man mir ein Stück Magen verkleinert hätte. Mhm. Und ist denn jetzt im Moment die Krankheit im Griff oder gar besiegt? Die ist besiegt. Die ist besiegt? Die, ja, mhm. Die ist besiegt. Obwohl meine Schwester, also wie gesagt, man ist ja umgeben von so... Meine Schwester ist an Krebs verstorben, auch in meinem Alter jetzt. Mhm. Mein Neffe hatte auch einen Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Und mein Freund wird auch immer so, der bringt kein Verständnis dafür auf. Ist das dein Partner, dieser Mann? Wir leben nicht zusammen. Wir sind nur, wir treffen uns so in der Woche oder ja. Ein um anderes Wochenende sind wir zusammen, und es geht immer um dieses Thema Essen. Zwar hat er nicht verstanden, dass ich Joghurt gegessen habe, dann hat er nicht verstanden, dass ich nur Zwieback, aber durch diese Bestrahlung. Ja, aber er wusste doch, wie schwer krank du warst. Natürlich, und ich könnte immer nur schreien. Aber da muss man doch Verständnis dann für haben, wenn jemand so krank ist, dann kann man doch nicht verlangen, du isst du mal eine Schweinshaxe oder sowas. Eben, und ich könnte immer nur schreien, ich wünsche dir diese Krankheit auch, aber das, sowas darf man ja keinem Menschen wünschen. Das klingt aber ausgesprochen ignorant, dass es ein ignoranter Mensch ist, oder? Ja, ist er eigentlich nicht, aber wenn es ums Essen geht, wie gesagt, er ist ein leidenschaftlicher Esser. Aber ja, aber egal, es ist doch völlig egal, auch wenn er leidenschaftlicher Esser ist, dann, wie lange seid ihr beiden denn befreundet schon? Wir sind, dieses Jahr sind es 16 Jahre. 16 Jahre. 16 Jahre. Und dann sind mir die Zähne ausgefallen durch die Bestrahlung, also dadurch habe ich ein komplettes Gebiss. Und das stört ihn überhaupt nicht. Das sind so Sachen, die ihn wieder nicht stören. Mhm, aber wenn es ums Essen geht, er zum Beispiel fragt er mich, wo hast du Hunger? Dann kommt von mir immer, frag mich nicht, ich ekel mich vor Essen. Wie lange insgesamt hast du die Krankheit gehabt? Ich habe sie seit 98. Seit 98? Seit 98. Und das wird sich auch nie wieder regenerieren. Moment mal. Und das sind jetzt fast 10 Jahre. Ja. Das heißt, ja. Und nach 10 Jahren drängt der dich immer noch, irgendetwas zu essen, was du nicht essen kannst oder möchtest? Er drängt nicht nur, wenn er immer, es geht zum Beispiel, er ruft mich an und sagt, hast du Lust mit Essen zu gehen? Und er weiß, dass ich mich vor Essen ekel. Und dann immer, dann sage ich mal. Also das Thema Essen taucht immer wieder auf? Ja, das Thema Essen ist, also ich kann mit ihm über alles reden. Ich habe auch gesagt, geh mit mir doch mal zum Therapeuten, dass der dir sagt, es geht nicht, da will er nichts vom wissen, weil er auch mit seiner Frau, die war manisch depressiv, also ihm steht aber eigentlich alles bis oben hin. Nur dennoch, wie läuft das denn ab? Ich meine, wir reden über 10 Jahre, nicht über 10 Monate. Ja, richtig. Wenn er sagt, lass uns essen gehen, dann ist das immer dasselbe Gespräch. Dann immer sagst du nein. Gespräch, und er ist dann gleich beleidigt und dann sagst du nein, ich kann es nicht, ich möchte es nicht, ich habe keine Lust darauf. Ich habe keinen Hunger. Und dann, Michael, dann sage ich immer, ich habe keinen Hunger. Und dann ist er beleidigt. Ja, dann immer, naja, dann eben nicht. Und das ist immer ein Streitthema. Das ist doch absurd. Das ist doch fast schon idiotisch. Entschuldige, wenn ich das so sage. Ja, ja. Du bist eine kranke Frau. Das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt, dass man das dann respektiert und dass man versucht, das so einzubauen, dass man mit dir vielleicht dann nur Kaffee trinken geht oder weiß ich was, oder was trinken geht. Ja, ich meine, es gibt auch Tage, wo ich dann, wenn das Essen dann so vor mir steht, es darf kein voller Teller sein, dann, dass ich dann auch was esse, aber ich schaffe den Teller nicht, dass ich dann auch so abrupt auf einmal satt bin und dann immer wieder, das Bissen kannst du doch noch essen.
Und ich könnte immer dann nur schreien. Unglaublich. Ich wünsche es dir, aber wie gesagt, ich darf. Nee, das kann man natürlich nicht. Das darf man keinem Menschen wünschen. Lass mich nochmal fragen, um das zu verstehen. Ja. Diese Antipathie liegt einmal daran, dass der Magen verkleinert ist aufgrund der Bestrahlung. Der ist und gibt es im Hals auch irgendwie noch Beschwerden oder Schmerzen, wenn du schluckst? Das nicht. Also das ist vorbei. Ist das Einzige, was eben übergeblieben ist, dass die Zähne rausgegangen sind und dass ich wenig Spucke habe. Aber sonst geht es dir eigentlich gut. Ja, bis auf die Depression und weil ich werde mit der Krankheit immer noch nicht fertig. Ich war auch in Behandlung beim Psychotherapeut, der hat mir unheimlich geholfen, aber durch dieses immer essen gehen wollen und auch andere sagen, reiß dich zusammen. Auch die könnte ich anschreien und könnte sagen, euch wünsche ich das mal, damit ihr wisst, wie es in mir vorgeht. Renate, dieser Freund, ich muss das nochmal fragen, das ist dein, ich habe dich gerade gefragt, ob das eine Beziehung ist. Es ist schon eine Art Beziehung, ihr wohnt nur nicht zusammen. Wir wohnen nicht zusammen. Ist dieser Mann in deinem Alter ungefähr? Nein, er ist 6 Jahre jünger als ich. Er ist 6 Jahre jünger? Ja. Na gut, also Ende 50 ist er. Ja. Und wenn, ist ein Paradox. Zum Beispiel, ich schneide ulkig Brötchen auf. Ich schneide also die Brötchen immer so Richtung Handfläche auf. Mhm. Und so schneide ich schon immer die Brötchen auf, wenn ich ein Brötchen aufschneide. Mhm. Da kann er nicht hingucken. Da hat er eine panische Angst, dass mir was passiert. Und das widerspricht sich doch mit dem, mit diesem Ekelgefühl. Er ist sonst, wenn ihr zusammen seid, in allen anderen Bereichen, läuft das gut und harmonisch? Ja, der ist fürsorglich. Nur was das Essen anbelangt, finde ich äußerst ungehörig, muss ich dir sagen. Ja. Ich verstehe auch nicht, was da los ist. Warum er so... Ja, er isst gerne. Das ist mir schon klar. Oder unterstellt er irgendwie, dass du simulierst? Oder Nein, er glaubt dir deine Krankheit schon. Er glaubt, wir lagen beide zusammen im Krankenhaus, als er lag mit einem hohen Blutdruck im Krankenhaus. Wir beide lagen auf der gleichen Station. Und ich bei mir, weil es ganz früh erkannt wurde, mein Krebs, ich kriegte plötzlich innerhalb von einer Woche einen dicken Hals und bin losgegangen und dann natürlich gleich alle in Panik. Aber es war im ganz, ganz frühen Stadion. Mhm. Also man konnte es im Blut nicht feststellen, man musste mir eine Lymphdrüse rausoperieren, um das zu fordern. So. Dann mussten sie es noch nach Kiel schicken, da ist wohl so eine Krebsklinik, Nordschkin-Klinik. Jetzt sollte er eigentlich hochglücklich sein, dass seine Freundin wieder einigermaßen auf dem Damm ist. Ja, ich sage auch immer... Er sollte dir das Leben nicht schwer machen, zusätzlich. Ich sage euch immer, aber dafür lebe ich, sage ich immer. Genau, dafür das ist das Argument. Jetzt hast du gerade schon gesagt, der ist überhaupt nicht zu bewegen, dass er mal irgendwo mit hinkommt. Nein, überhaupt nicht, nein. Nämlich, ich möchte mit Ihnen so gerne mal, dass andere Ihnen wachrütteln und sagen, ich kann nicht dafür. Dann ist es eine Frage, ich finde, dann ist es eine Frage von deiner Seite aus, der Abgrenzung und der richtigen Reaktion. Mhm. Ich vermute mal, dass das immer so dasselbe Ritual ist bei euch beiden. Er sagt es, du sagst es, dann ist er sauer und dann gibt ein Wort das andere. Ja, und ich werde auch böse jetzt. Und dann sagst du schon mal, früher warst du doch anders. Du kannst auch böse werden. Ich finde, bei dem Verhalten ist es sogar angebracht, böse zu sein. Ja, und dann sage ich immer, ich bin das geworden, was du aus mir gemacht hast. Wenn dieser Mann nicht bereit ist, mit dir zusammen, ich finde, das ist ein klassischer Fall wirklich für eine Beratung zu dritt, also zu zweit, dass man zu jemandem hingeht. Wenn der dazu nicht bereit ist, dann würde ich dir dringend empfehlen, Renate, das alleine zu machen. Ja. Damit du in Gespräch mit einem Fachmann das etwas trainierst, wie du da richtig reagierst in dem Moment. Ich hab einen Psychotherapeut und mit dem habe ich das auch schon angesprochen. Ja. Und mit dem, wie gesagt, der hat mir über die Krankheit geholfen. Ich leide unter Klaustrophobie. Ich komme aus Berlin und kann nicht U-Bahn fahren. Und man ist ja sehr oft, ich kann nicht Fahrstuhl fahren. Ja. Und wohne im 8. Stock und kann es Du bist im Moment bei einem Psychiater oder Psychologen in Behandlung? Zurzeit nicht. Weil er dieses Thema jetzt nicht angeht. Also er hat mir über die Krankheit geholfen, er hat mir über die Klaustrophobie geholfen. Okay. Aber dieses Thema ist für ihn wohl nicht... Dann werden wir jetzt mal im Hintergrund überlegen, was für dir konkret und vor allen Dingen, was auch schnell zu bewerkstelligen ist, was wir dir raten können. Das heißt, du wirst jetzt mit meiner Psychologin, mit Sabine sprechen. Ja.
Ja. Das läuft ja so, du kennst es ja, du legst bitte auf und die Sabine ruft dich an. Ja. Noch abschließend gesagt, Renate, ich finde, dass du dir das nicht gefallen lassen darfst, dass so ein Verhalten deine weitere Genesung, weiß Gott, nicht fördert, sondern du brauchst jemanden. Im Gegenteil. Im Gegenteil. So, du brauchst jemanden, der dich so nimmt, wie du bist. Ja. Und vor allen Dingen, der sich daran freut, dass du wieder relativ fit bist. Und es hätte ja alles viel schlimmer kommen können. Natürlich. Ja. Ja. Liebe Renate, du legst auf, Sabine ruft dich an. Ja, Domian, ich habe eine Bitte noch. Kann ich auch ein Autogramm schreiben? Ja, dann sagst du der Sabine. Immer diese gleiche Flosse, aber das hätte ich trotzdem gerne. Nein, das ist schon okay. Dann sagst du bitte der Sabine gleich deine Anschrift, dann wird ist das gut. Gerne erledigt. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Freunde, morgen haben wir Thementag, beziehungsweise Themennacht. Und morgen heißt unser Thema, die ganze Sendung steht unter dem Thema Aufgeflogen. Ich möchte gerne über Lügen mit euch reden, über Geheimnisse, über schlimme Taten vielleicht, die aufgeflogen sind, die durch euch selbst, vielleicht durch euer Verhalten aufgeflogen sind, vielleicht durch eine Dummheit von euch, wenn ihr das so auslegt. Oder vielleicht habt ihr es selbst auffliegen lassen, weil ihr ein zu schlechtes Gewissen hattet. Oder vielleicht hat es auch jemand anders auffliegen lassen. Also das Thema heißt aufgeflogen. Ich möchte gerne mit euch über Lügen, Geheimnisse und so weiter reden, die aufgeflogen sind. Und was waren die Folgen oder was sind die Folgen? Ihr könnt rund um die Uhr mailen oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen hier geschaltet, sind die Kollegen an den Telefonen und natürlich dann auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr aufgeflogen. Morgen unser Thema und heute nach wie vor eine freie und offene Themennacht. Hier ist Richard und Richard ist 62. Schönen guten Morgen, Richard. Hallo, Domian. Hallo, Richard. Danke, dass ich mit dir sprechen kann. Schön, dass du da bist. Und was geht's denn bei dir? Ja, Domian, bei mir geht es um meine Mutter, die wird jetzt 88, wohnt in Solingen, hat Leukämie, wird behandelt werden im Krankenhaus in der St. Lukas Klinik, bekommt Bluttransfusionen. Sie hat natürlich Angst, ich genauso, aber sie sperrt sich natürlich in dem Alter, kann ich sie nicht mehr voll erreichen, gegen neue Kommunikationswege, weil für sie ist alles schwierig. Und ich in München, du wohnst in München? Das sind 700, gut 700 Kilometer. Bist du das einzige Kind? Bitte? Bist du das einzige Kind? Ich bin der einzige Sohn, ja. Ja. Und ich habe das Problem einfach, ich habe Wirbelbrüche und kann auch, also überhaupt nicht mit der Bahn oder mit dem Flugzeug fliegen, weil ich einfach keinen Koffer tragen kann. Das Einzige, was ich kann, ist mit dem Auto fahren, aber dann kann ich wieder nicht gehen, maximal 50 Meter. Und das heißt, du bist auch ein kranker Mann? Bitte? Das heißt, du bist auch ein kranker Mann? Ja, in gewisser Weise. Also ich sehe das nicht so. Also ich bin ja 63 jetzt, ich manage mein Leben noch selbst, aber mir geht es nicht besonders gut. Nehmen wir das mal so. Nehmen wir so, genau. Aber ich akzeptiere das. Ja. Es ist einfach passiert, es war ein Unfall, es ist passiert. Was das Problem bei mir ist, dass meine Mutter in Solingen mit ihren 88 jetzt bald auch völlig alleine ist. Also sie hat keine Verwandten außer mir hier in München. Und sie hängt sich natürlich daran, dass ich das alles für sie vorsorge. Und ich habe ja mittlerweile ein Faxgerät gekauft. Das ist ja für eine Frau, man muss ja bedenken, 1919 geboren, die hat das erste Flugzeug fliegen sehen, die erste Eisenbahn fahren sehen, zwei Weltkriege überstanden und so. Das muss man... Verstehen Sie, was ich meine, Domian? Ja, sicher, natürlich. Das ist das für eine alte Dame schon eine Schwierigkeit, all diese ganzen ein Faxgerät dann auch zu bedienen. Geht es darum, dass du, ich muss es noch anders fragen, deine Mutter wird in diese Klinik kommen? Ja. Zur Behandlung? Wieder, ja. Ja, das heißt, in der Klinik, von Klinik zu dir, kann man ja auch normal telefonieren. Überhaupt kein Problem. Kein Problem. Selber, Doktor. Bitte? Ich bin selber Doktor, das ist kein Problem. Achso, du bist Arzt sogar? Nein, nicht Arzt, du bist promoviert. Aber in der Richtung. Ja, und
Und wenn sie aus der Klinik zurückkommt, geht sie dann nach Hause oder geht sie in ein Altenheim? Nein, sie hat eine eigene Wohnung, hat die erste Pflegestufe und wird von der Diakonie in ihrer eigenen Wohnung sehr gut betreut. Ja. Also der geht es viel, viel besser als mir, was ich überhaupt nicht habe. So, was ist jetzt genau das Problem, dass deine Mutter sich sträubt? Du sagtest es gerade gegen neue Kommunikationswege. Meinst du denn ein Faxgerät oder was meinst du damit? Das habe ich ja gesagt. Also ein Faxgerät, also mit mir kann sie kommunizieren, weil sie dann nur auf eine Taste drücken muss. Mhm. Ich will das jetzt nicht weiter ausschweifen, aber wenn ich jetzt sage, du kannst auch die Bank anfaxen oder die dich zurückfaxen, sag ihr das, dann sträubt sie sich. Sie sträubt sich gegen alles Neue. Mhm. Es ist immer alles schwierig, was anders ist, als wie sie sich denkt. Aber es ist doch auch verständlich, wenn jemand 88 Jahre alt ist. Ja, sicher ist das verständlich. Nur, Domian, bitte versteh mich. Ich bin am Ende. Die Frau nervt mich derart einfach deshalb, weil sie immer nur Probleme aufwirft. Sie hat immer, das verstehe ich jetzt, was ich jetzt sage, nicht? Also das verstehe ich und das verstehe ich total. Sie hat Angst. Mhm. Also worum geht es denn konkret? Es geht konkret darum, dass ich meiner Mutter helfen kann, dass sie sich helfen lässt mit Glauben. Und da fängt es an. Wie mit Glauben? Wie meinst du das? Ich meine das sowohl religiös als insgesamt. Das muss es mir näher erklären, das verstehe ich jetzt nicht. Also wenn jemand Glauben hat, also religiösen Glauben, bleiben wir jetzt mal dabei, dann denke ich, ist es einfacher zu vertrauen. Ja. Ist deine Mutter gläubig? Eben nicht. Du bist aber gläubig. Ich bin gläubig. Ja. Okay, dann musst du es halt akzeptieren, dass die alte Dame das nicht ist. Das wird man ihr wahrscheinlich in dem Alter auch nicht mehr, man wird sie nicht mehr überzeugen können. Nein, das ist, da hast du recht, Domian. Das Problem ist aber, was daraus entsteht, ist, dass sie einfach alles negiert, was positiv ist. Ist sie denn geistig eigentlich noch ganz fit? Das ist unterschiedlich. Also muss man da auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass sie geistig auch nicht mehr ganz so präsent ist. Ich kann das nicht so entscheiden aus München. Mhm. Also und die Erkrankung, die Leukämie, wie ernst ist die im Moment? Sie hat eine sogenannte Altersleukämie, das ist also mehr eine Anämie. Ja. Das heißt also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt mit medizinischen Daten auf. Nee, meine Frage ist nur, sie ist nicht akut das Leben ist nicht akut im Moment gefährdet. Doch jederzeit. Jeden Tag, in jeder Stunde, in jeder Minute. Aber im Klartext, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist, du fühlst dich überfordert, weil die Mutter nicht einsichtig ist, weil sie vielleicht eigensinnig ist und du sitzt in München, kannst nicht richtig handeln, sie ruft dich an. Sie ruft mich ja nicht mal an. Ich muss sie ja jeden Tag anrufen. Sie erwartet das auch von mir. Mhm. Und dann kriege ich die volle Brause ab. Und sie fragt natürlich gelegentlich auch mal, wie es mir geht. Aber es interessiert sie immer eigentlich. Ja. Also das Gespräch ist für dich immer unerfreulich letztendlich. Nein, nicht unerfreulich. Ist ja meine Mutter. Aber ich bleibe auf der Strecke. Verstehst du, Domian? Ja, aber vielleicht muss man sich da auch ein bisschen zurücknehmen bei einer so alten und kranken Frau. Dann geht es jetzt halt mal mehr um sie. Und ich meine, du bist ja schon sehr weit weg und kriegst es ja nicht den ganzen Tag geballt ab, sondern du telefonierst einmal am Tag mit ihr. Wie lange? Eine halbe Stunde und länger. Naja, nun gut, aber vielleicht muss man da auch ein bisschen nachsichtiger sein. Ich erahne deine Situation. Und ich weiß auch, dass da die Nerven auch unter Umständen blank liegen. Nein, die liegen nicht blank. Aber so wie du jetzt redest, glaube ich, hört sich das schon an. Du bist auch ziemlich fertig mit den Nerven. Ich bin
Ziemlich alle, ja. Ja. Das hängt auch mit meiner Situation. Ja, das kommt ja auch noch hinzu, dass du auch sehr angeschlagen auch bist. Nee. Genau, ja. Hast aber du die denn, akzeptiert ja meine Mutter nicht, beziehungsweise die will sie ja gar nicht wissen. Hast du denn Vertrauen in die Leute, die deine Mutter betreuen? Läuft das ordentlich? Und ja. Also der Hausarzt ist total okay. Leider Gottes hat er jetzt eine rumänische Ärztin eingestellt und ja, die macht absurde Therapievorschläge. Also da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Und die Pflegekräfte, die zu ihr kommen? Super. Das ist super. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Also die Diakonie mit der Betreuung in dem Heim, also es ist ja kein Heim, es ist ja eine Wohnstift, also sie hat ja eine eigene Wohnung. Mhm. Aber das ist angegliedert an einen Stift? Ja. Ja. Und sie kann Bingo spielen und so, das ist alles bestens. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Ja, eben, leider Gottes, vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren. Mhm. Muss jetzt unbedingt hin, wenn ich kann, zum Muttertag im Mai. Dann habe ich auch noch Geburtstag. Ja. Du könntest ja hinfahren und du kannst zwar nicht gut gehen, aber das kann man schon bewerkstelligen, dass du sie besuchst. Kann aber auch nicht tragen. Wenn, dann muss ich mit dem Auto fahren. Mit dem Auto fahren, ja klar. Also mich besuchen jetzt alte Schulfreunde aus Solingen. Da haben wir jetzt gar keine Zeit im Rahmen der Sendung darüber weiter zu reden. Wenn du selbst dich auch so angeschlagen fühlst aufgrund deiner Situation, du hast ja Andeutungen gerade gemacht, auch wegen deiner Krankheit und des Unfalls. Hast du denn Menschen, die dich etwas stabilisieren? Nein. Auch nicht. Mein Problem ist, sage ich ganz deutlich, es ist auch das Familienproblem, an dem ich selber beteiligt bin, zum großen Teil. Ich bin über 30 Jahre selbstständig in Europa gewesen, habe München als Stützpunkt gewählt, war da nie zu Hause, also bin 88 oder so dahin gekommen und war immer wieder weg. Also kein Freundesumfeld aufgebaut? Sehr geringes. Sehr geringes. Meine größten Freunde sind immer noch in Solingen, also meine alten Schulfreunde, und die kümmern sich auch. Und warst du mal verheiratet oder hast du Kinder? Ich habe Kinder, ja. Meine Tochter wohnt in Schwerin und ist Pastorin, ja, natürlich. Und vielleicht ich bin in Berlin geboren, wo ich die längste Zeit inhaftiert war. Also ich sag mal, da habe ich die längste Zeit gewohnt noch. Mhm. Vor dem Bau der Mauer. Also ich fände wohl, glaube ich, sehr wichtig, dass du für dich, und wir werden dir jetzt gerne behilflich sein, dieses in irgendeiner Form für dich zu organisieren in München, dass du für dich eine Stütze hast, einen Rückhalt hast. Ich glaube, dass es dir dann auch viel leichter fallen wird, etwas gelassener mit der alten Dame umzugehen, die vielleicht in der Tat etwas schwierig ist. Die ist nicht schwierig. Die Frau ist krank und die hat Angst. Genau. Die Angst überträgt sie auf mich. Genau, genau. Und ich fühle mich als alleiniger Sohn dafür verantwortlich. So, und das ist jetzt genau der Punkt, das ist mir zu viel. Genau, was ich jetzt gerade sagte, dass du musst jemanden haben, der das mit dir in den Griff bekommt. Ja, aber den habe ich nicht. Und da überlegen wir jetzt mal im Hintergrund, und ich schlage vor, dass wir dich zurückrufen, du legst bitte auf und wir überlegen in Ruhe im Hintergrund gemeinsam mit dir, was zu tun ist. Okay, ich danke dir. Ich würde mich freuen, wenn wir dir helfen können, Richard. Herzlichen Dank. Alles Gute von Herzen, auf Wiederhören. Gute Nacht. Gute Nacht. Jay ist hier. Jay ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Das ist ein Mann, ne? Ja. Ja. Jay, um was geht's? Um was geht's? Für mich ist das allgemeine Thema Terrorismus. Terrorismus? Terrorismus. Mhm. Also für mich geht das darum, dass jetzt bei euch in Deutschland natürlich die allgemeine Diskussion ist wegen Moonhaupt und wegen Christian Klar. Mhm. Du sagst bei euch in Deutschland, woher rufst du an? Na, ich rufe aus Deutschland an, ja? Aber ich bin Ire. Ach so. Mhm. War früher in der IAA, bin aus der IAA ausgestiegen und bin dann durch ein Zeugenschutzprogramm hier in Deutschland gelandet. Ah ja, also Terrororganisation, irische Terrororganisation mit sehr, 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 sehr vielen schlimmen Dingen in Verbindung zu bringen, und da bist du ausgestiegen. Bei mir ist es so passiert, dass ein Freund von mir durch einen Bombenanschlag
beziehungsweise er hat ein Paket von A nach B transportiert und ist dadurch in die Luft geflogen. Mhm. Und ich wollte ihn rächen, bin dadurch in die IA mit eingestiegen. Ja. Und habe mich dann einfach, wie soll ich das sagen, so reingearbeitet und habe dann einfach so viele Leute damit verraten. Mhm. Bin dann eben aus dem Ganzen ausgestiegen. Lass mich kurz fragen, wie lange warst du in der IAA tätig? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Hast du Menschen auf dem Gewissen? Ich habe keine Menschen auf dem Gewissen, nur Gebäude. Nur Gebäude. Mhm. Das war für mich persönlich sehr wichtig, dass ich keine Menschen auf dem Gewissen habe. An wie viel Gewalttaten warst du beteiligt? An sehr vielen. Ja. Aber nicht an denen, die durch die Presse durchgegangen sind, wo man sagen könnte jetzt so, das würde euch in Erinnerung bleiben, wie der Bombenanschlag von Omar oder sowas, wo so und so viele Leute drauf, also wo die dann gesagt haben, das ist die IRA, also damit hatte ich gar nichts am Hut. Wie kam denn dein Gesinnungswandel dann zustande? Mein Gesinnungswandel kam dadurch zustande, dass ich natürlich ein bisschen unter Druck gesetzt worden bin, dass ich die Wahl hatte zwischen, ich gehe ins Gefängnis oder ich steige aus dem aus. So, und da für mich natürlich dieses Rachegefühl immer noch in mir drin war, habe ich das natürlich akzeptiert, dass ich gesagt habe, okay, was bietet ihr mir dafür, dass ich aus dem aussteige? Also was bietet ihr, der Staat, mir der dafür? Staat, die englische Regierung. Die englische Regierung. Nordirland. Was bieten die mir, dass ich daraus aussteigen darf? Gab es da so ein Kronzeugenprogramm? Also eine Art von Kronzeugenprogramm. Und aus diesem Kronzeugenprogramm, da bin ich dann reingerutscht und dann durfte ich mir auf der Landkarte aussuchen, in welches Land ich hineinreise. Und bist anonymisiert und hast ein ganz neues Leben dann hier in Deutschland angefangen? Ich habe ein ganz neues Leben bekommen. Und die deutschen Behörden wissen Bescheid? Nein, die natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber für mich, dass das große Problem ist, ich lebe ja natürlich zwei Leben. Einmal mein früheres Leben und einmal mein heutiges Leben, was ich habe. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Du sagst so natürlich nicht. Ich dachte, das wäre dann von Seiten der britischen Regierung abgeklärt, dass du eben so jetzt lebst, wie du lebst und dass das unter den Regierungen kommuniziert wurde. Das ist nicht der Fall. Das wurde unter den Regierungen schon kommuniziert. Aber ich bin dann einfach hierher gekommen und bin im Prinzip ins kalte Wasser reingeschubst worden. Ja. So, ich bin einfach hier nach Deutschland gekommen. Aber du bist jetzt nicht in dem Sinne untergetaucht, dass man dich jetzt sucht von Seiten des Staates, sondern wenn, suchen dich deine alten Terroristenkollegen. Ich bin natürlich so, als ich ausgestiegen bin, habe ich 3 Jahre lang hier auf irgendwelchen Gebieten habe ich gelebt und ab da an wurde ich dann einfach weiter geschleust Richtung Deutschland. Ich musste die Sprache lernen innerhalb von 3 Jahren. Ja, du sprichst perfekt Deutsch. Genau. Ja. Das ist ja die perfekte Tarnung. Das heißt, du hast nie eine wirkliche Strafe abgesessen für das, was Nein, habe ich nicht. Und das ist aber mit Billigung der englischen Behörden passiert. Ja, ja. Habe ich. Aber so für mich ist so, ich möchte nicht gutheißen, was die RAF bei euch in Deutschland gemacht hat. Auf keinen Fall. Bevor wir über die RAF reden, vielleicht noch ein Wort über deine Vergangenheit. Wie stehst du denn zu deiner Vergangenheit? Das, was ich gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich stehe auf einer gewissen Art und Weise stehe ich schon dazu, dass ich sage, also Gewalt am Menschen nicht. Aber Gewalt an Gebäuden und Irland muss ich ganz einfach so betrachten als eine Insel. Und man kann nicht sich hinstellen und einfach sagen, so der Norden ist besetzt von den Engländern, gehört also zu Großbritannien. Okay, lass uns jetzt nicht über diesen irischen Konflikt, den wir, glaube ich, in Deutschland nie kapieren werden, was da los ist. Aber ich möchte mich jetzt klar davon distanzieren, was du gerade gesagt hast. Ich möchte es nicht in dieser Sendung hören, dass man auch Gewalt gegen Gegenstände gutheißt. Entschuldigung, ich wollte nicht jetzt irgendwie jetzt aufrufen zur Gewalt und was auch immer. Das wollte ich jetzt gar nicht, sondern mein Diskussionsthema, was ich mal kurz so anregen wollte. Dennoch, Entschuldigung, ich muss mal unterbrechen. Dennoch finde ich es auch
bedauerlich. Ich meine, du hast ja nun heftige Sachen hinter dir, wenn du 10 Jahre in der IAA warst. Ja. Dass nicht ein klares Reuebekenntnis zum Ausdruck kommt, dass du dich wirklich distanzierst, sowohl von den Taten gegen Menschen als auch von den Taten gegen Gebäude, gegen Gegenstände. Also gegen Menschen würde ich dann ein klares Reuebekenntnis abgeben. Aber ich habe nie irgendwas gegen Menschen gemacht, sondern ich habe nur was gegen Gebäude gemacht. Also das habe ich schon verstanden, aber wir jetzt wirklich so distanzieren. Also wäre okay, wenn du jetzt sagen würdest, dich hinstellen würdest, sagen, hast du irgendwelchen Menschen was angetan, würde ich zu dir sagen, so, ja, das würde mich fürchterlich leid tun. Aber Gebäude. Ja. Ich sehe es völlig anders. Ich sehe, dass Gewalt, egal in welcher Form, kein politisches Mittel sein darf, um sich Gehör zu verschaffen. Okay. So. Okay, du wolltest aber noch was über unsere Terroristen hier sagen. Über eure Terroristen, ja. Also so bei Frau Moonhaupt und bei Herrn Klar, die eure Terroristen sind. Und Frau Moonhaupt hat ja auch kein klares Bekenntnis abgegeben, Herr Klar hat auch kein klares Bekenntnis abgegeben, sich von dem Terrorismus abzuwenden. Na, überhaupt nicht. Er hat ja gerade noch etwas von sich gegeben und das wurde bei der Rosa-Luxemburg-Feier, was da immer da war, vorgetragen. Was ich von dir wissen wollte, ja. Nur einfach eine persönliche Meinung, ist so, wann wäre der Punkt gekommen, wann ist genug genug? Also so, wann hast du deine Strafe abgesessen? Ich finde, dass man die genau so behandeln muss, wie jede anderen Gewalttäter auch. Das sind für mich keine politischen Gefangenen, das sind für mich Menschen, die wegen Mordes unter anderem in den Gefängnissen sitzen, die sollen genauso behandelt werden nach den geltenden rechtlichen Grundlagen, die wir haben. Punkt aus. Ich will die gar nicht so hoch stilisieren und möchte das auch gar nicht so sehr thematisieren. Ich nehme die nicht als politische Wirkungsleute wahr. Wollte ich auch nicht in die politische Richtung reindrängen, sondern einfach so, wann muss der Mensch einfach sagen, so, der hat seine Schuld abgetan. Ihr habt doch auch so in Deutschland, ich sage immer so, ihr habt doch auch so solche Probleme wie die Kinderstände, kriegen 2 Jahre und so. Und ein Terrorist, der natürlich ein paar Leute auf dem Gewissen hat, der dann aber nicht von seiner Position abweicht, weil er einfach sich hinstellt und sagt so, okay, ich habe das gemacht. Ich glaube, in dem Moment wird es heikel, wenn klar wird, dass Gefahr besteht, dass er genau in der gleichen Art und Weise weiter handeln würde, wenn er frei wird. Ich glaube, dann ist Schluss mit Toleranz und lustig. Darf ich dich dazu persönlich was fragen? Würdest du wirklich glauben, dass er das machen würde? Also im Prinzip bei Christian Klar, dass er wieder in diese alten Muster zurückfallen würde? Die Denkmuster hat er, das hat er gerade bewiesen durch seine Veröffentlichung. Ob er das machen würde, das weiß ich nicht. Das kann man auch daraus nicht interpretieren. Das kann man. Und ich meine, er kann eine politische Meinung ja haben. Er kann ja Kommunist sein oder was weiß ich, kann er ja sein. Entscheidend ist, ob er eine Gefahr darstellt für das Land. Und das andere ist entscheidend, ob er seine Strafe abgesessen hat. Und wenn ja, dann wird er ein freier Mann sein in einer gewissen Zeit. Da gibt es dann auch nichts mehr zu diskutieren. So, jetzt habe ich meine politische Meinung gehabt, habe mich davon abgekehrt, bin umgedreht und habe einfach gesagt, so, also Gewalt verabscheue ich, ob gegen Gebäude oder gegen Menschen, interessiert mich nicht mehr, möchte ich nicht. Ich möchte ganz einfach nur ein Leben wieder zurückhaben. Ein Leben normalerweise in einer Normalität. So, ich habe mich also dem Verein der Briten angeschlossen, habe mich dann dem Verein der Deutschen angeschlossen, um hier zu landen. Ja. Bin im Zeugenschutzprogramm drin gelandet. Aber was habe ich für ein Leben bekommen? Mein Leben heute ist ganz einfach so, dadurch, dass mein Lebenslauf natürlich ein paar Lücken hat, wo bin ich gelandet? Ich bin letztendlich als Hartz-IV-Empfänger gelandet. Also ist keiner vorbeigekommen, der mir jetzt eine Mörderbelohnung in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, so, jetzt hast du ein paar tausend Euro und jetzt hast du einen neuen Staat, so wie man das immer in den Filmen sieht, mit Häusern und, ja, und keine Ahnung. Was will mir das sagen, was du jetzt gerade erzählst? Was ich einfach nur sagen möchte, weißt du, du steigst aus dem Ganzen aus und stellst dich hin und sagst einfach so, mit Terror verdienst du kein Geld, also wenn du ein ehrliches Leben führst, mit Terror könntest du aber ein gutes Leben führen. Das ist diese, wie soll ich das beschreiben? Das ist so diese Gratwanderung. Zwiespalt? Zwiespalt.
Wie heißt das im Klartext, dass du gefährdet bist? Um Gottes Willen nicht. Also damit habe ich abgeschlossen. Ja. Dann verstehe ich das nicht, warum du das jetzt so gesagt hast. Das ist einfach nur so, ich hätte ein einfaches Leben haben können, ja, wenn ich da geblieben wäre, wo ich war. Ach so, ja. Und wo ich jetzt hineingekommen bin, ist es natürlich ein bisschen schwieriger für mich. Mhm. Ich bin hier drinnen gelandet und muss damit zurechtkommen. Warum wolltest du meine Meinung zur RAF hören? Na, ich wollte nicht deine Meinung zur RAF hören. Ich wollte deine Meinung allgemein zu dem hören, wie du dem gegenüberstehst, wo du einfach sagst, ein Mensch steigt aus etwas, bereut also, dass er eine Tat getan hat, kommt wieder zurück in das normale gesellschaftliche Leben. Muss er eine Chance haben? Na, gar muss keine er eine Frage. Chance ja, haben? Na, sicher. Und darauf wollte ich hinaus. Ja, wenn wirklich Reue vorliegt und wenn nicht die Gefahr besteht, dass er in dem alten Sinne rückfällig wird, muss er natürlich eine Chance haben. Das ist ja die große Entwicklung in unserem Rechtsstaat, und dass es eben keine dauerhafte Rache gibt, sondern dass die Reue bei der Frau Moonhaupt? Das kann ich nicht beurteilen. Ach, kannst du nicht beurteilen? Das kann ich beurteilen. Würdest du dir wünschen, dass diese Reue stattfindet? Ja, natürlich. Na, was für eine Frage. Wie viel Leid haben sie verursacht? An Personen, ja. Ja. Unbedingt. Also, ja, keine Frage. Auch. Ja. Lieber Jay, die Zeit rennt mir davon. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, ich wünsche dir alles Gute weiter in Deutschland. Auch. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Anna ist hier. Anna ist 25. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Anna, was ist dein Thema? Also ich habe eigentlich kein genaues Thema. Ich möchte einfach nur vom dramatischen Schicksalsschlag meiner Familie erzählen oder auch meinen. Mhm. Und zwar wurde mein Vater vor 4 Jahren ermordet. Mhm. Er wurde beziehungsweise erschlagen in seiner Wohnung gefunden. Wer hat ihn ermordet? Also das war so ein junges Pärchen. Ich war damals 20 gewesen. Das Mädchen war 19. Der Typ war damals 23 gewesen. Ist dein Vater überfallen worden in der Wohnung? Also, nö, er hat sozusagen seine Mörder eingeladen. Ich lebe in Hamburg mit meiner Familie und mein Vater ist damals nach Hannover gezogen aus beruflichen Gründen. Der hatte so ein kleines Reisebüro eröffnet für Busreisen. Und da kamen öfters irgendwie Leute, die hatten dann irgendwie eine Busreise erst für den nächsten Tag bekommen. Da fuhr der erste Bus irgendwie um 6 Uhr morgens ab. Und manchmal hatten die keine Bleibe, also er hatte zum Beispiel auch mal so eine Zirkustruppe da bei sich aufgenommen. Und so war das auch mit dem Pärchen. Die kamen an, die hatten nichts, die hatten keine Fahrkarte bekommen, die Busse waren voll, die mussten am nächsten Tag aber irgendwie nach Hause fahren um 6 Uhr morgens. Und er hat ihnen dann angeboten, ja, ihr könnt dann bei mir übernachten, morgens um 6 bringe ich euch zum Bus. Werde dann mein Büro aufmachen, ja, das war's dann. Und das waren wildfremde Menschen für deinen Vater? Das waren wildfremde Menschen, ja. Und die haben ihn erschlagen? Die haben ihn erschlagen, ja. Also, und ihn ausgeraubt? Ja, mein Vater hatte halt in seiner Wohnung kein Bargeld. Das war klar, das hatte er im Büro, er hatte da so ein kleines Safe, dort blieb das Geld auch. Also er hat es nicht mit nach Hause genommen. Mhm. Und so viel Geld war das auch einfach nicht, um das da jetzt... Das heißt, wie viel Geld haben die mitgenommen? Die haben gar kein Geld mitgenommen. Gar nichts. Die haben gar nichts in der Wohnung gefunden, weil er nichts da hatte. Und haben ihn dann noch erschlagen? Erschlagen? Ja, also es wurde dann halt ermittelt und... die ganzen, alle Schubladen standen offen, also das war völlig offensichtlich. Alles war auf, alles war durchgewühlt. Und irgendwie muss es dann eine Rangelei gegeben haben und er wurde dann erschlagen. Also, wie hat man ihn erschlagen? Mit was? Mein Vater war so Hobbymusiker, also er hatte Gitarren in der Wohnung. Erstmal haben sie mit irgendwelchen Gitarren auf ihn eingeschlagen und letztendlich haben sie den Fernseher genommen und ihn auf den Kopf zertrümmert. Und ja. Wie unfassbar schrecklich, denn wenn man das als Tochter sich dann alles so genau vor Augen... Ja, das war wie in einem Film. Es war wirklich wie im Film. Und mit meinen Eltern war das so, das hatte ein bisschen gekriselt, bevor er nach Hannover gegangen ist. Und der Abstand hat ihn aber ganz gut getan. Also sie sind dann wieder auf sich zugegangen. Meine Mutter ist übers Wochenende dann immer hingefahren. Und das war auch tatsächlich so, sie kam auf dem Sonntag wieder nach Hause. Und die hatten jeden Morgen telefoniert, bevor er zur Arbeit ging. Und meine Mutter auch zur Arbeit, haben sie morgens telefoniert und immer abends. Und sie versucht ihn dann den ganzen Morgen zu erreichen, wusste nicht, was los ist. Hat irgendwann gesagt, ich steige ins Auto und fahre dahin. Irgendwas stimmt nicht. Ist hingefahren, kam in die Wohnung nicht rein, keiner hat geöffnet. Dann hatten sie die Polizei angerufen, damit sie die Tür öffnen. Und ja...
der Polizist rein, meine Mutter hinterher, hatte gleich meine Mutter wieder nach hinten geschoben. Hm. Und der ganze, also die Wohnung wurde halt abgesichert, hm, als Tatort sozusagen. Und konnte man rekonstruieren, ob dein Vater direkt verstorben war oder ob er noch lange gelitten hat? Nee, also er hatte wahrscheinlich wirklich, der hatte einen doppelten Schädelbasisbruch und die ganze Gesicht, die eine Gesichtshälfte war völlig zertrümmert. Also er war wahrscheinlich, er hätte überleben können, also er ist letztendlich verblutet. Mhm. Er hätte aber, wenn man ihn sofort hätte ins Krankenhaus gebracht, dann wäre es vielleicht, hätte es vielleicht geklappt. Dass also er war wahrscheinlich bestimmt ein Pflegefall geblieben, definitiv, aber er hätte überleben können. Hat man diese Täter gefunden? Ja, man hat sie gefunden. Also es ging halt in Hannover durch die Presse überall und mit XY hat man gesucht und man hat sie gefunden. Mhm. Die haben sich dann auch gestellt. Zu was sind sie verurteilt worden? Er hatte damals 2 Jahre bekommen und sie wurde freigesprochen. Also die hatten sehr gute Anwälte. 2? Wie alt war er? Er war damals 23. Er hatte 2 Jahre dafür bekommen? Er hat 2 Jahre dafür bekommen, und ja, sie ist freigesprochen worden? Sie wurde freigesprochen. Also warum war das Urteil so mild? Naja, die hatten halt echt gute Anwälte. Außerdem kamen die aus Polen, das waren keine Deutschen. Da war die Justiz wahrscheinlich so, die wollten die, was sollen sie die hier aushalten im Gefängnis? Also die haben sich gestellt, erstmal sind die Gefängnisse in Deutschland ein Luxus, wenn man sie zu polnischen Gefängnissen vergleicht. Ja, und sie sagte, sie war im Schock, also sie konnte sich da wunderbar rausreden und dann gab es ein Gutachten und weiter. Dieser Prozess ging dann, das ging über 2 Jahre, bis es dann endlich irgendwie erledigt war. Wie ist das denn für euch als Familie und für dich jetzt besonders als Tochter? Es ist ja schon unfassbar, mit einem solchen Verbrechen umzugehen und das irgendwie zu verarbeiten und dann auch noch zu wissen, dass die Täter so mit fast nichts davongekommen sind. Wie ist also das für dich? Es war dramatisch. Es ist bei mir ganz lange gar nicht angekommen. Überhaupt nicht. Ich konnte damit gar nicht umgehen, vor allem. Ist es jetzt angekommen? Ich meine, es sind jetzt erst 4 Jahre. Das ist ja auch, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, ja auch noch gar nicht. Ja, es ist definitiv angekommen. Also man merkt das halt im Alltag immer noch. Es ist immer noch extrem. Es ist immer noch so belastend. Und wenn ich dann daran denke, dass der Typ da jetzt irgendwo rumläuft und seine Freundin sowieso, erschwert das einem extrem das Leben. Und ja, das Problem war bei dem Ganzen immer auch meine Familie. Ich habe einen Bruder, der war damals 10 Jahre alt. Mhm. Und also bei dem ging das richtig nach hinten los. Schon allein in der Schule, der ist völlig abgesackt. Also es ging gar nichts mehr. Der hat ins Bett gepinkelt, also gepischert halt, weil. Lebte der Bruder bei deinem Vater? Nee, der lebte bei, also der lebte bei meiner Mutter. Mhm. Mhm. Meine Mutter war auch völlig ein Wrack. Also ich habe nur, also es war meine erste Erfahrung mit so einer Sache. Und, ist denn deine Mutter und dein Bruder damals psychologisch betreut worden? Ja, ja. Beide. Also bei meinem Bruder geht es denen heute? Also ich muss sagen, gut. Also ich habe eine sehr starke Mutter. Das ist eine sehr starke Persönlichkeit, eine sehr selbstständige Frau. Dementsprechend geht es ihr mittlerweile gut. Und ja, Zeit heilt Wunden, ist es nun mal so. Ja. Mit der Zeit wurde es dann immer besser. Redet ihr beiden, wenn ihr euch seht, sehr oft noch darüber? Oder ist es mit ja, ja, das also schon. Wir reden sehr viel über meinen Vater, weil wir, also es war ein guter Mensch und wir hatten alle ein sehr gutes Verhältnis, reden oft darüber. Hast du deinen Vater nochmal gesehen damals? Oder nicht mehr? Ja. Nachdem er verstorben war, meine ich. Nee, ich habe ihn damals nicht mehr gesehen, meine Mutter hat ihn gesehen. Und also, das war sehr schlimm für sie wahrscheinlich. Sie hat ihn aber am Tatort nicht gesehen, weil der Polizist sie zurückgedrängt hat. Sie hat ihn dort nicht mehr gesehen. Sie hatte Fotos gesehen. Und dann hat sie ihn halt nochmal vor der Beerdigung sehen dürfen. Also hat sie. Weißt du, es überwiegt natürlich die Trauer das Entsetzen, wenn du das so erzählst. Aber so ein Gefühl kam bei mir gerade auch auf. Und zwar das Gefühl, warum hat er denn das gemacht? Das war doch auch so leichtsinnig. Warum kann er, wie kann ja, er... Ja, das war jemand, er war, du hast absolut recht, absolut leichtsinnig, total. Es war,
Das war ein sehr hilfsbereiter Mensch. Mhm. Und er hat immer an das Gute in jedem geglaubt. Mhm. Und dementsprechend hatte er zwei junge Leute vor sich stehen. Mhm. Das Mädel in meinem Alter, also hätte seine Tochter locker sein können. Mhm. Und dachte einfach, ich helfe den beiden, wo sollen die hin? Mhm. Wo sollen die ganze Nacht über am Bahnhof sitzen? Und nichts Böses vermutet natürlich. Die, vielleicht sahen die ganz harmlos aus. Und die sahen auch harmlos aus. Mhm. Das waren einfach ziemlich zwei arme Wichte. Das heißt, seine Nettigkeit und sein gutes Herz ist ihm zum Verhängnis geworden. Ja, allerdings. Aber, ja. Wie alt ist dein Vater geworden? Mein Vater wurde 48. 48 erst? Ja. Hm. Hm. Wie ist das heute, wenn du dort bist? Gehst du zu seinem Grab? Ja, wir gehen oft hin. Also ja. Meine Mutter ist eine Zeit lang wirklich jeden Tag, sie war da jeden Tag 3 Stunden. Mhm. Also sie war ständig dort. Mhm. Mittlerweile geht's und mein Bruder geht gar nicht hin, also der weigert sich, der möchte gar nicht dorthin. Mhm. Also wir fragen ihn auch gar nicht mehr, wenn er das Bedürfnis haben wird, dann wird er selber dorthin gehen können. Mhm. Sie gehen oft hin. Wäre das für dich einfacher gewesen, mit der ganzen Geschichte fertig zu werden, wenn du das Gefühl gehabt hättest, die Täter hätten eine gerechte Strafe bekommen, nach deinem Gefühl eine gerechte Strafe bekommen. Wäre das für dich einfacher gewesen, das alles zu verarbeiten? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das ist, mit sowas zu leben. Ich weiß nicht, ob die damit nicht schon genug bestraft sind. Mhm. Also ich weiß nicht, ich kenne die Menschen nicht. Ich habe sie einmal gesehen und letztendlich jeder normale, rational denkende Mensch würde damit gar nicht zurechtkommen. Mhm. Wenn das passiert wäre. Das stimmt. Im Prinzip würde es jeden normalen Menschen das Leben ein Leben lang verfolgen. Eben, also eigentlich ist man damit genug bestraft. Mhm. Das Problem ist einfach nur, es ging nicht darum, dass sie ein Leben ausgelöscht haben. Sie haben eine Familie völlig zerrüttet. Mhm. Es waren 4 Jahre bis jetzt, die völlig kaputt waren. Mhm. Da wurden Pläne zerstört, da wurde eine Kindheit eines Jungen zerstört, also wo der Vater komplett fehlt. Im Alltag merkt man das, dass da jemand absolut fehlt. Mhm. Es ist immer noch so furchtbar, wenn jemand anruft und nach meinem Vater fragt, was man denen erzählen soll. Also dann sagt man, ja, der lebt nicht mehr. Dann kommt natürlich die Frage, was ist denn passiert? Und dann muss man diese Geschichte erzählen. Ja. Ja. Das fällt einem so schwer. Es fällt einem so furchtbar schwer. Und also sie haben im Grunde das Leben von 3 weiteren Menschen komplett zerstört. Liebe Anne, meine Sendung ist jetzt vorbei. Ja. Können wir dich nochmal anrufen gleich?